Hey Leute, willkommen bei Bandido und dem zweiten Teil unserer Playmobil-Polizeigeschichte, Johnnys Rache. Mal sehen, wie es weitergeht. Keine Sorge, wir fahren Sie direkt ins Krankenhaus. Aushalten, aushalten! Playmobil-Krankenhaus, hallo? Hier spricht Einsatzwagen Nummer 16. Wir nähern uns, haben einen Verletzten nach Autounfall an Bord. Alles klar, wir sind bereit. Okay, los, den Verletzten rausfahren. Schon unterwegs. Vorsichtig, vorsichtig. Name des Verletzten? Karlchen Knack. Er hatte einen Autounfall und ist während der Fahrt bewusstlos geworden. Zustand kritisch. In Ordnung, sofort in die Notaufnahme. Alles klar, Doc, bin schon unterwegs. Ach, es ist so ruhig hier ohne Karlchen. Was er wohl gerade mit seiner neu gewonnenen Freiheit anstellt? Oh, Telefon. Hier spricht Hauptkommissar Toni Räuberschreck. Was gibt's? Guten Tag, Herr Räuberschreck. Hier wurde eine Bank ausgeraubt. Der Täter hat sich in den Tresorraum gebuddelt. Genau wie Karlchen damals. Aber jetzt kommt der Hammer. Wir haben Karlchens Mütze im Tresorraum gefunden. Das glaube ich nicht. Karlchen hat sich gebessert und war so froh, wieder auf freiem Fuß zu sein. Mag sein, Herr Räuberschreck, aber die Indizien können wir nicht ignorieren. Wir müssen eine Fahndung nach Karlchen rausgeben. Schnell, schnell, schnell! Und hepp! Gute Arbeit, danke. Du kannst jetzt gehen. Alles klar, Doktor. Bis später. Viel Erfolg. So, na, wollen wir mal gucken. Herr Knack! Herr Knack! Schwester! Bin schon da! Bin schon da! Schnell! Tropf anschließen, Defibrillator klar machen! Wird gemacht! Defibrillator laden in 3, 2, 1! Was? Wie? Ich war's nicht, Toni! Ich leite jetzt die Narkose ein. Schwester, ich leide starke Schmerzen. Herr Knack, Sie haben mich jetzt schon 5-mal in einer Nacht gerufen. Nun seien Sie nicht so ein Waschlappen. Sie kriegen jetzt noch eine Spritze und dann wird geschlafen. Und hepp. Au. So, gute Nacht. Ja, ja, danke. Was, wo, Guten Morgen, Herr Knack. Wie geht es Ihnen denn? Es ging mir schon besser. Was ist passiert? Sie wurden angefahren und haben ein gebrochenes Bein. Sie müssen noch ein paar Tage hierbleiben. Na toll. Jetzt bin ich zwar ein freier Mann, aber werde trotzdem festgehalten. Blöde Freiheit. Schau dir jetzt die nächste Folge an.